Nasen-OP, welche OP? Was hast du für eine OP? Oh mein Gott, was für eine OP? Was für eine OP? Welche OP? Oh mein Gott, Anni, du machst eine OP. Ja, für die, die es nicht wissen, ich hatte vor 2 Jahren eine Schönheits-OP für meine Nase. Da habe ich meine Nase quasi schöner machen lassen. Dabei ist so 1-2 Sachen schiefgegangen und deswegen... Also ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber meine Stimme ist halt immer so nasal, weil meine Nase halt nicht so luftdurchlässig ist. Ich kriege aktuell durch die Nase nur 30% Luft, which is whack. Also ist halt echt scheiße, vor allem wenn man Allergien hat und die Nase im Frühjahr so ganz leicht anschwillt. Wegen den Allergien ist bei mir direkt dicht, also da bin ich direkt so, also kann ich nicht mehr atmen. Und das ist halt super, super stressig. Also ich kriege halt die Nasenscheidewand wird gerade gemacht, meine Nasenmuscheln werden verkleinert und der Arzt guckt nochmal, was noch in der Nase drin ist, dass ich halt nicht so gut atmen kann. Aber der meinte, der vermutet, diese beiden Sachen werden schon einiges richten, aber der checkt nochmal innen drin, ob da irgendwo irgendwas festhängt oder so. Hörst du dich halt anders an? Ich hoffe nicht mehr so nasal. Wir werden sehen, wie sehr das meine Stimme wirklich ändern wird. Aber ja, ich bin guter Dinge. Deine Nase brechen sie nicht dabei, oder? Kannst du erläutern, was genau gemacht wird? Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Es wird auf jeden Fall die Nasenscheidewand gerade gemacht. Aktuell zeigt die ein bisschen nach da. Also aktuell ist die quasi so. Und die wird quasi einmal gerichtet, bis sie gerade ist. Und innen drin gibt es so, nennt sich Nasenmuschel. Und die sind zu groß bei mir. Die werden auch noch verkleinert. Und dann meinte der Arzt, guckt er noch, ob der, wenn die Nase offen ist, noch irgendwas sieht. Lass du das in Deutschland machen? Natürlich. Ich würde mich niemals im Ausland reparieren lassen. Niemals. Also, ich habe meine Nasen-OP damals in Deutschland gemacht. War teurer. Ich hätte auch in die Türkei gehen können und da nur ein Drittel zahlen können. Aber ich wollte lieber einen Arzt, der das sehr gut macht. Heißt ja nicht, dass die in der Türkei schlecht sind. Nein, aber wenn dann was schief läuft, musst du wieder in die Türkei fahren. Und das ist sehr viel weiter weg, als irgendwie 3 Stunden Zug zu einem Arzt, ne? Deswegen mache ich es in Deutschland. Außerdem habe ich einen Arzt, der Deutsch spricht, einen Vertrag, der auf Deutsch ist. Und dann fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer, weil ich mich dann gut verständigen kann. Bei meinem Arzt das so, bei der Nasen-OP hat er halt von vornherein gesagt, so gut ich auch bin, so sehr du auch irgendwas möchtest, ich kann dir maximal 70% von dem garantieren, was du möchtest. Alles darüber hinaus ist ein bisschen Glückssache und das ist halt das Ding. Und es kann halt sein, je nachdem, wie was läuft, dass sich Dinge wieder verschieben können, dass Dinge durch Schwellungen verrücken können, bla 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 bla. Und falls du nach einem Jahr oder so sagen solltest, ich bin nicht happy, da ist irgendwas noch nicht richtig, dann wirst einfach nochmal neu operiert. Und ich mache das umsonst. Und deswegen gehe ich ja zu dem Arzt, der mich umsonst wieder aufschnibbelt. Ich habe meine Haartransplantation aus diesen Gründen in Deutschland auch machen lassen. Ja, also wie gesagt, ne, wenn ihr euch sicher fühlt dabei, euch im Ausland operieren zu lassen, cool. Aber es gibt schon in Deutschland einige Gauner. Im Ausland gibt es halt genauso Gauner. Nur habt ihr das Problem, wenn es im Ausland ist, dann ist es sehr, sehr viel schwieriger, irgendwas zu machen, wenn dann irgendwas schief geht. Das hat man in Deutschland nicht, ne? Also, wenn der Arzt in Deutschland Scheiße baut, dann, ja. Die OP, WTF kostenlos, ja, der Arzt ist ziemlich cool. Der sagt, wenn du nicht happy bist, dann operiere ich dich nochmal. Und zwar umsonst, bis du happy bist. Und er meinte, Anissa, wenn du danach immer noch nicht happy bist, dann können wir es gerne nochmal korrigieren. Alles cool. Hattest du mehr Bedenken, dich aus Schönheitsgründen operieren zu lassen, als wenn es aus gesundheitlichen Gründen nötig gewesen wäre? Nö. Also, ich glaube, das letzte Mal, also, wenn wir ganz ehrlich sind, klar, man sollte sich nicht unnötig unter das Messer legen, aber für mich ist der Grund, dass ich einfach happy bin und dass es meine Schönheit betrifft, die mich einfach extrem beeinflusst als Mensch, das ist leider bei mir wirklich so, ist für mich einfach Grund genug. So. Und es ist keine OP, wo jetzt der Arzt gesagt hat, du kannst dabei sterben. Und er meinte, es passiert halt nichts. Ich würde niemals eine OP machen, wo das Risiko wäre, du kannst blind werden, du kannst sterben, whatever. Psyche ist ein sehr wichtiger Teil der Gesundheit. Dementsprechend ist fast alles medizinisch indiziert. Ja, kann man so verargumentieren, aber muss man nicht. Ich persönlich, also ich finde es nicht schlimm, einfach dazu zu stehen, zu sagen, ich wollte einfach eine schönere Nase haben. Ich wollte mich nicht mit dem zufrieden geben, mit dem ich geboren worden bin. Ich habe sie einfach operieren lassen. Ich finde, persönlich ist da nichts Verwerfliches dran. Manche Leute finden das
schlimm, dann sollen die das halt schlimm finden. Dann sollen die mich halt ganz blöd und kacke finden. Aber mir ist das egal, weil ich persönlich mache das so, wie ich mich wohlfühle und wie ich damit glücklich bin. Und da ist es mir sehr egal, ob Otto oder Clara oder wer auch immer da hinterm Bildschirm sitzt, sagt, das finde ich aber ganz scheiße. Ja, schön, dann musst du es ja nicht machen. Aber lass mich doch in Ruhe. Am ehesten hätte ich nie gesehen, dass du eine operierte Nase hast. Ja, ich habe eine operierte Nase und ich habe aufgespritzte Lippen. Aber wenn man es gut machen lässt, dann sieht es halt nicht fake aus. Ich bin so happy über diese beiden Entscheidungen. Lippen oben und unten, man spritzt immer oben und unten aus. Also, ich habe insgesamt 3 Sachen an mir gemacht, die nicht natürlich sind. Das ist A, meine Nase, die habe ich operieren lassen. B, meine Lippen, die sind aufgespritzt. Und C, ich habe meine Augenringe aufspritzen lassen, aber das sieht man nicht. Das hat wirklich gar keinen Unterschied gemacht, das ist einfach nur teuer. Außerdem habe ich noch Extensions teilweise drin, damit meine Haare ein bisschen dicker sind. Dann habe ich noch Wimpern, die angeklebt sind. Ich habe Kontaktlinsen drin, denn eigentlich brauche ich eine Brille. Und meine Nägel sind auch noch gemacht. So. Beantworte das jetzt alle eure Fragen. Merkst du einen Unterschied? Also fühlst du jetzt weniger oder sind sie jetzt sogar sensibler? Nö. Fühlt sich genau gleich an. Also kurz danach fühlt sich das halt erstmal an wie nach dem Zahnarzt. Ich weiß, ob du bei meinem Zahnarzt warst, dann hast du so den Mund betäubt. So fühlt sich das ein bisschen an. Nur weniger an den Zähnen und mehr so hier. Also es fühlt sich an wie beim Zahnarzt, wenn du mal so eine fette Betäubung beim Zahnarzt hattest. Und die ersten 2 Tage fühlt sich das alles noch so ein bisschen, also ersten 1-2 Tage wirklich. Es ist halt noch sehr krass geschwollen und durch die Schwellung fühlt sich das alles sehr prall an irgendwie. Und so nach 1-2 Tagen geht's. Schon mal überlegt, eine Brust-OP zu machen? Ja, natürlich. Ich glaube, da hat jedes Mädchen schon mal drüber nachgedacht. Aber ich habe, also ich glaube, ja, mehr ist mehr. Und ich bin ziemlicher Fan von maximal gigantischen. Aber ich bin mittlerweile sehr happy. Also hat lange in meinem Kopf gedauert. Aber ja, irgendwann habe ich einfach gedacht, yo, wenn ich jetzt so ultra die Riesenmöpse haben möchte, dann ziehe ich einfach irgendwie einen Push-Up-BH oder sowas an und habe halt das, was ich gerne hätte. Und wenn halt nicht, dann habe ich halt so, also ich meine, ich kann halt so hier chillen, ohne dass es halt so crazy oder so aussieht. Und wenn ich sage, ich will ein mega Dekolleté für Cosplay oder so auch haben, dann ziehe ich halt irgendwie einen Push-Up-BH an. Aber ich folge halt zu vielen Cosplayerinnen, die halt riesige, wirklich riesige haben. Halt gemacht, aber schön. Aber dadurch habe ich halt ganz lange gedacht, so mein Gott, ich will auch, weil es halt irgendwie so krass aussah. Aber dann habe ich dann irgendwann mal gesehen, wie so eine Jessica Negri aussieht, wenn sie einen Pulli anhat, also einen normalen Pullover und im normalen Alltag unterwegs ist. Und du siehst halt, wenn du halt so gemachte Riesen hast, siehst du halt im Alltag, auch mit einem Pulli, immer, dass du solche Dinger hast. Und das ist ja mir too much. Ich bin happy mit dem, was ich habe. Vor allem habe ich jetzt so letztes Jahr nochmal einiges so zugenommen. Und dadurch habe ich jetzt nochmal ein bisschen Fett an den richtigen Stellen. Und das war so für mich auch so, okay, cool. Ich war einfach nur krass untergewichtig und deswegen hatte ich halt nicht das, was ich vielleicht gerne gehabt hätte. Aber jetzt so über das letzte Jahr hinweg habe ich nochmal so ein paar Kilo zugenommen. Und ja, bin da einfach happy mit.